Medien mit Weida Audio. Am Telefon jetzt für medienmitweida.de Matthias Krage, Mitbegründer und Geschäftsführer von StayAlive.com. Herr Krage, erläutern Sie uns doch bitte kurz, was genau StayAlive.com ist. StayAlive ist eine neue Plattform im Internet, auf der Sie entweder sich selbst oder verstorbene Freunde und Verwandte digital verewigen können. Sie können dort also Gedenkstätten für sich oder andere anlegen, die dann auch nach ihrem Tod erhalten bleiben, sodass Fotos, ihre Vita, ihr Stammbaum und so weiter auch für andere weiter abrufbar bleiben. Viele Versuche, eine Trauerplattform im Internet zu etablieren, sind in den letzten Jahren gescheitert. Wie sieht Ihr Konzept aus, um dies zu verhindern? Es gibt in der Tat einige, die, ich möchte nicht gerade sagen, gescheitert sind, aber die zumindest nicht besonders erfolgreich sind. Es gibt allerdings durchaus auch ein paar Beispiele, die schon recht erfolgreich sind, so zum Beispiel in den USA Legacy.com, die hauptsächlich von Zeitungen betrieben werden. Alle haben aus unserer Sicht ein Problem. Sie kommen alle aus den klassischen Medien und sind nicht wirklich vom Internet her gedacht. Gerade die Portale, die von Zeitungen betrieben werden, und vor allen Dingen auch die Aufgabe, das klassische Geschäft der Zeitungen zu beschützen, muss man eigentlich fast sagen, können bei vielen online gar keine Anzeigen aufgeben, weil die Zeitungen verhindern wollen, dass eines der letzten Anzeigengeschäfte wegbricht. Das Problem haben wir natürlich nicht. Wir können da ganz frei agieren und wir kommen auch aus dem Internet. Ihr Angebot kann jeder User 6 Monate kostenlos testen. Danach kosten Ihre Dienstleistungen 19,90 Euro im Jahr. Warum erheben Sie diese Kosten und was genau kriegt der User dafür? Also zunächst mal ist es so, dass die Nutzer es natürlich in einer Beta-Phase noch kostenlos testen können. Auch danach werden wir, um Erfahrungen zu sammeln, die Laufzeiten noch nicht staffeln. Wir werden dort weiter eine Gedenkstätte für 19,90 Euro mit unendlicher Laufzeit anbieten, bis wir Erfahrungen gesammelt haben, was die User am meisten nutzen und was den Usern am meisten wert ist. Prinzipiell werden wir aber in jedem Fall Gebühren verlangen, weil wir glauben, dass eine Werbefinanzierung auf so einer Plattform nicht funktioniert. Wir glauben, es ist nicht besonders passend, wenn auf der linken Seite steht, dass Ihre Großmutter wahnsinnig gerne am Gardasee Urlaub gemacht hat und rechts daneben wird Ihnen das günstigste Hotel in Riva eingeblendet. Gleichzeitig bieten wir natürlich aber auch sehr viel. Sie können bei uns jede Menge Bilder hochladen, Sie können Dokumente hinterlegen, Sie haben einen Safe, der Ihren Verwandten im Fall Ihres Todes wichtige Dokumente zuschickt und so weiter. Wir bieten also recht viel und sind dabei ja immer noch wahnsinnig viel billiger als eine klassische Traueranzeige in der Zeitung. Man kann sich auf stayalive.com auch direkt als Facebook-Nutzer anmelden. Welche Strategie steht hinter dieser direkten Vernetzungsmöglichkeit? Das zunächst mal natürlich der ganz einfache Wunsch von uns, es unseren Usern so einfach wie möglich zu machen. Und wenn einer einen Facebook-Account hat, dann kann er sich natürlich bei uns auch mit Facebook Connect anmelden, so wie das ja bei vielen anderen Internetseiten auch funktioniert. Bei uns bringt es dann natürlich einen weiteren Vorteil mit sich. Sie können ja eine Stay-Alive-Gedenkstätte mit Ihren Freunden verknüpfen oder mit den Freunden des Verstorbenen verknüpfen. Und da ist es natürlich einfacher, wenn Sie Ihre ganzen Facebook-Freunde direkt über unsere Plattform einladen können. Das war für medienmitweida.de Matthias Krage, Geschäftsführer und Mitbegründer von StayAlive.com.